Von Mai 2006 bis Februar 2010 führte ich in meinem Zentrum Kamala 34 Demo-Wochenenden durch, also etwa einmal pro Monat. Samstags und Sonntags schauten 20 bis 50 Menschen zu, wie ich kostenlos und spontan Profiling-Sessions durchführte. Ich demonstrierte, wie Probleme, aber auch Krankheitshintergründe in den inneren Bildern der Psyche verankert sind und wie man sie verändert. In dieser Serie zeige ich 50 von 120 Videos als Dokumentation des Arbeitsstils eines Energetic Profilers vor 15 Jahren. Viel Spaß! Ich heiße Julietta und ich habe Hepatitis C. Das ist ein Virus, der geht in die Leberzelle rein und die Leberzelle deckt sich, oh, da ist was verkehrt und zerstört sich dann selber. Irgendwann ist dann mal vielleicht eine Leberzirrhose, wenn sich genug zerstört hat. Ich weiß es seit Juni letzten Jahres und ich weiß, dass ich 2003 noch nichts hatte. Mir fehlt Energie. Oh ja. Ja, schreib mal einfach auf die Tür. Das ist Hepatitis C. Du weißt, was gemeint ist. Eine Treppe auftauchen vor deinem inneren Auge. Eine Treppe, die nach unten führt und die du Stufe für Stufe hinabsteigst. Und wenn du unten angekommen bist, ist dort ein Gang mit Türen oder du stellst sie dir vor. Und wenn du dort bist, dann sag mal einfach Bescheid, was du wahrnimmst. Wie eine alte Burg, Holztore, mit Eisen geschlossen. Guck mal, ob du da dein Thema draufschreiben kannst. Steht schon drauf. Bist du bereit, diese Tür zu öffnen? Ja. Dann öffne sie jetzt. Wie ist deine Wahrnehmung? Schwarzes Wasser. Öl. Dickflüssig. Wasser? Flüssig, schwarz. Ja. Ich weiß nicht, ob es tief ist oder das dünne Boden. Genau, guck mal, ob du vielleicht reingucken kannst oder deinen Fuß reinsetzen kannst. Dann siehst du, wie tief es da runter geht. Das schwammt wie ein Moor. Wie geht's dir, wenn du das so wahrnimmst? Wie ist das für dich? Es war kurz der Gedanke, da einfach mich reingleiten zu lassen. Oh, können wir ja gleich machen. Dann habe ich mich aber wieder geklammert, weil ich denke, dann wird man ersticken. Ertrinken oder ersticken? Ertrinken oder ersticken, ja. Also so ein Anteil in dir, der eigentlich auch keine Lust mehr hat zu leben, sowas. Ja. Frag mal das Bild erstmal nach einer Botschaft. Was ist die Botschaft an mich? Ich soll mich angucken. Ich sehe mein Spiegelbild in dem Schwarzen. Ja. Gut, schwarz reflektiert zwar nicht so gut, aber guck mal rein. Was siehst du denn, wenn du da reinschaust? Schau dich an, sagt das Wasser, sagt der Raum. Ich weiß nicht, ich bin mir fremd. Ja, dann sag das doch mal zu dir, zu deinem Spiegelbild. Du bist mir fremd, als würde ich dich zum ersten Mal sehen. Wie reagiert dein Spiegelbild darauf? Fordernd. Gut. Was heißt denn fordern? Also was will die denn? Was willst du denn fordern von dir? Was willst du denn wissen von dir? So, guck so lange hin, bis du dich erkennst. Oder irgendwann wirst du dir vertraut sein. Oder also beschäftige dich mit dir so lange, bis du dann endlich dich erkannt hast. Was hat das mit meiner Krankheit zu tun? Sie zwingt mich zu gucken. Ja. Das heißt also, ohne Krankheit würdest du nicht hingucken? Ich würde hinschielen und dann wieder des Weges gehen. Ja. Ich würde nicht richtig gucken. Gut, dann lass uns doch mal ein paar Beispiele aufrufen, wo du nicht richtig hinguckst, weil das ist ja quasi der Ausdruck. Also die Krankheit ist quasi gekommen, wenn du jetzt endlich mal hinguckst. Machst du ja jetzt auch. Deshalb soll dir dieses Wasser, steht ja für Seele, für Unterbewusstsein, für Psyche, wie auch immer, ist ja egal, soll dir einfach mal ein paar Ereignisse vorbeischicken, damit du mal hinguckst. Ich habe da ein Ereignis, das habe ich aber schon den ganzen Mittag im Kopf. Ich war zwei und kam ins Krankenhaus und durfte meine Mutter nicht sehen. Dann hat sie mich abgeholt hat, da habe ich geschrien, wie am Spieß und wollte zu meiner richtigen Mutter. Ich wollte mit der Frau nicht mitgehen. Wer hat dich abgeholt? Diese dicke, fröhliche Frau. Aber meine Mutter war streng, im grauen Kostüm, mit strengen, grauen Haaren nach hinten, strenge Frisur. Ja. Zwei völlig unterschiedliche Menschen. Ja. Und wer ist diese dicke, fröhliche Frau? Diese Mutter, die mich abgeholt hat. Ah ja. Dann geh du mal heute hin und vermittel mal. Geh mal in diese Szene, die dir so auftaucht, so ein Erinnerungsbild. Und guck mal, ob du da irgendwie vermitteln kannst. Ich stehe da hilflos davor. Mir tun beide leid. Wie mit ihnen? Mir tut mir beide leid. Es muss schlimm für eine Mutter sein, wenn das Kind sie nicht mehr erkennt.
so schlimm vom Kind sein. Die Mutter nicht mehr zu erkennen. Und dann sag das mal diesem Kind. Vermittel mal. Du spürst ja die Betroffenheit des Kindes. Es schreit ja, du wirst es nicht empfinden. Vielleicht kannst du ein Vermittler jetzt sein für dieses Kind. Ich kann dem Kind nicht sagen, dass es eine Mutter ist. Kann. Dann sag es ihr. Ich kann es dir nicht sagen, dass das deine Mutter ist. Ich kann es dir nicht sagen, dass das deine Mutter ist. Guck mal, ob es dich wahrnimmt, ob es dich hört, ob es reagiert auf dich. Es hört mich schreien auf und guckt mich verblüfft an. Ja, dann hast du es erreicht. Erklär es ihr jetzt. Es hört gerade auf. Es ist gerade neugierig, die Kleine. Es fragt mich, warum es weder fremden Frauen mitgehen soll. Ja. Ich glaube, es ist deine Mutter. Das Kind fragt mich, wer die andere Frau ist. Die Graue, die Strenge. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gucken, ob du auch da vermitteln kannst. Ich könnte dem Kind sagen, vielleicht war es die Krankenschwester, aber ich glaube selber nicht dran. Ich könnte dir sagen, es ist die Krankenschwester. Aber ich glaube es nicht wirklich. Weil das Kind muss erleben, dass du ganz ehrlich zu ihr bist. Die muss ihr Vertrauen finden zu dir. Sonst zieht sie sich hier weiter zurück. Ja, wer ist diese graue Frau? Sprichst du doch mal an, fragst du doch mal. Guck mal, dass du Verbindung herstellst. Sie sagt, sie war vorher da. Ich glaube, das Kind hat nur Angst, mitzugehen. Weil es Angst hat, dass es wieder irgendwo wegkommt. Dann sag das mal dem Kind, dass du vermutest, dass es einfach nur Angst hat, wieder jemanden zu verlieren, ne? Es ist ja, muss ja ein Drama gewesen, ein Schock gewesen sein. Kannst du da fragen, ob es vielleicht wütend ist, böse sagt, die Mama, die sie im Stich gelassen hat. Wie lange war das Kind denn im Krankenhaus? Wie lange warst du da? Das Kind sagt schon immer. Ja, naja, für das Kind ist das natürlich ewig. Das ist auch ein Trauma, wenn ein Kind abgeliefert wird, Mama ist nicht da, das ist ein Trauma. Das ist ja für ewig, die wartet ja tagelang und kommt nicht. Rede mal mit der Mama und sag ihr das, also vermittelt weiter. Das Kind hat kein Vertrauen mehr. Meine Mutter ist hilflos. Deine Mutter ist hilflos. Ja. Dann zeig ihr mal dieses schwarze, dunkle Wasser, was entstanden ist. Und sag ihr, guck mal, so wirkt sich das aus. Dein Kind hat kein Vertrauen mehr. Weil das Wasser ist trübe geworden, schwarz geworden. Das ist ganz typisch. Guck mal, wie meine Seele aussieht. Ja. Und du kannst sogar deiner Mama sagen, sowas wie auf der körperlichen Ebene hast du jetzt Hepatitis C gekriegt, das steht ja auf der Tür. Das ist dann der Körper, Abwehr ist zusammengebrochen oder kann sich nicht mehr wehren gegen die Viren, das ist ja alles eine Selbstähnlichkeit. Mach ihr das klar, mach sie betroffen. Diese Mama von damals muss betroffen werden. Die darf das Kind nie mehr im Krankenhaus alleine abgeben. Sie sagt, sie kann noch nichts dafür, sie durfte mich nicht besuchen. Dann soll sie sich durchsetzen. Sag ihr das ganz klar. Sie soll sich nirgendwo abdrängen lassen. Sehe ich die Mutter von dem Kind und wenn sie ein Bett daneben aufstellen. Jetzt kann sie es machen. Das Kind muss erleben, die Mama bleibt bei mir. Punkt. Außerdem kannst du darauf hinweisen, in der heutigen Zeit ist es üblich. Mittlerweile haben es die Leute kapiert, dass es Drama produziert haben damals. Traumen produziert haben. Also halt bedingungslos zu dem Kind. Das darf nicht alleine bleiben. Alleine gelassen werden. Dann sagt das der Mama auch. Ich war vorher schon allein. Dann geh zu diesem Zeitpunkt, wo du wahrgenommen hast, dass du alleine bist. Wo hat deine Mama dich zum ersten Mal verlassen? Wo hast du das gemerkt, dass du alleine bist? Geh hin zu diesem Zeitpunkt und... Ich habe keine Luft mehr gekriegt. Ja. Dann geh mal dahin. Guck mal, wo du bist jetzt. Ja. 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 Dort? Meine, die streiten. Ja. Ich krieg keine Luft mehr. Ja. Ja. Guck mal, wie ich bemerkbar machen kannst. Meine Mutter kommt.
Bescheid, was du wahrnimmst. Ist sie schon entsetzt? Ja. Auf einmal geht es ihr schlimmer wie mir. Ja. Sag's mal, was passiert ist. Was ist da gelaufen? Bleib nicht dabei. Bleib einfach da. Atme weiter. So dicke Luft, dass ich keine Luft mehr kriege. Ja. Guck mal, ob du dich bemerkbar machen kannst, dass deinen Eltern zeigen kannst. Wie alt bist du ungefähr? 2. Ja, ist toll. Mach weiter. Ja, ist ja schön. Wirklich bemerkbar machen kann. Meine Mutter ist jetzt bei mir im Zimmer und es wird besser. Ja. Bleib hier. Ja. Aber da hast du schon erlebt damals, ja. Okay. Ich bin froh, dass mein Vater nicht da ist. Ja. Er ist im Wohnzimmer geblieben. Ja. Das heißt, sie haben sich richtig gestritten und gefetzt und angeschrien oder sowas. Red mit deiner Mutter, sag sie, wie es ihr jetzt geht. Dann sag ihr das. Ich bin total fertig. Ich komme mir vor, wenn ich gerannt habe. Ich halte es nicht aus. Ich höre euch nicht streiten, aber ich weiß es. Ja. Er streitet wegen mir. Am liebsten würde er beide gehen, wenn zu viel. Danke deiner Mama, dass du dieses Gefühl hast. Und schau mal, wie sie reagiert. Die streiten wegen dir und du hast das Gefühl, du bist zu viel, du bist der Grund, du bist der Anlass. Sie streitet so, sie sagt, ich war ein Wunschkind. Für dich, aber nicht für ihn. Er kann es nicht ertragen. Kannst du wahrnehmen, dass deine Mama wenigstens jetzt bei dir ist und zu dir hält? Sie ist hin und her gerissen. Sie versteht es alles, denn es wäre alles gar nicht so, wie ich es darstelle. Hör mal zu, was sie meint. Sie wird es verbinden. Sie will ihre große Liebe mit ihrem Wunschkind verbinden. Und du spürst aber ganz stark, ganz klar, dass du für deinen Vater nicht das Wunschkind bist. Ist das so? Dann können wir ihn ja mal rufen. Frag ihn doch mal. Hol ihn doch mal bei jetzt. Ja. Wie geht es dir mit mir? Hat sich das alles anders vorgestellt? Das heißt, er hat sich getäuscht. Aber frag ihn mal, ob er dich geliebt hat. Also ob er dich wollte, ob du ein Wunschkind bist. Ob er dich gefreut hat auf dich. Ich kann das mal deutlich machen. Kann ja enttäuscht sein, ist ja okay. Er hat sich nicht getraut. Er ist aus Pflichtgefühl da geblieben. Okay, das denkst du dir jetzt. Frag ihn mal. Frag ihn mal, ob er sich auf dich gefreut hat. Guck, ob er nickt oder den Kopf schüttelt. Das kannst du von deiner Mama eingeredet bekommen haben, weil wer weiß, wo das alles ist. Er hat sich gefreut. Hast du dich gefreut auf mich? Ja, und jetzt guck hin. Ja. Ja. Glaubst du es ihm? Hast du dich auf ein Kind gefreut oder hast du dich auf mich gefreut? Hat sich das anders vorgestellt? Hat sich auf das Kind gefreut? Ja. Und du bist das Kind. Und spür mal, wie das für dich ist. Das ist das, was du wissen wolltest. Hat er sich auf dich gefreut, auf dich als Kind? Und da sagt er ja. Und jetzt frage ich dich, glaubst du ihm? Spür mal hin und guck mal, ob du es wahrnehmen kannst. Glaube ich tatsächlich. Dann sag ihm das. Spür mal, wie ist es für dich, wenn du ihm glaubst, dass er sich auf dich gefreut hat? Auch wenn er 1000 Vorstellungen hat, wie das alles laufen wird und wenn er sich täuscht, wie auch immer, aber guck, wie das für dich ist. Unglaublich. Spür mal, ob du mehr Verbindung hast zu ihm. Oder mach's anders, geh mit ihm ans Wasser und guck, ob das Wasser sauber geworden ist. Geh mal hin mit ihm. Ja, ist noch schwarz. Noch schwarz? Ist schwarz? Ist noch schwarz, dann zeigst du ein paar Wasser, ist noch schwarz. Guck mal. Ja. So sieht es in mir aus. Ja. Er sagt, so sieht es in ihm auch aus. Oh ja.
Dann frage ich mal, ob auch so eine Sehnsucht nach dir hat. Ist das Sehnsucht nach mir? Ja. Ist das vielleicht, wenn du das spürst? Sein Wasser auch so trüb ist, so tief trüb. Deshalb ist es vielleicht auch nicht klar geworden, weil du solltest mal sehen, dass es in ihm genauso aussieht wie in dir. Kommt das ein ganz großes Dilemma vor? Was nun? Weiß ich nicht, nehmt euch doch mal einen Abend, vielleicht passiert ja irgendwas. Weil wenn der Sehnsucht nach dir hat und du nimmst ihn in den Arm, könnte ja was passieren. In den Arm nehmen? Ja. Dein Papa. Dein Papa in den Arm nehmen, genau. So wie kleine Mädchen das machen. Nee. Ja, wer oder was sagt nee in dir? Das geht nicht. Da ist Glas dazwischen. Ja. Das geht nicht. Dann sagst du dem Papa. Aber es ist, ihm geht es genauso. Ja. Ja, magst du diese Glasscheibe zerstören zwischen euch? Dann habt ihr direkt einen Kontakt. Ihr habt die aufgebaut, okay, jetzt siehst du sie, die trennt noch. Willst du sie weg haben? Ich hab Angst davor. Sag's deinem Papa, ich hab Angst vor so viel. Ich hab Angst vor so viel Nähe. Ja, genau. Und guck mal, ob du das auch aus deinem Leben kennst. Und wenn du genau, ganz ehrlich bist, da dahinter steckt verdammt viel Sehnsucht, dass du sie endlich weg hast. Wenn du eine Glasscheibe kaputt machst, ist ganz einfach. Du nimmst jetzt einen Hammer und haust sie ein. Ich habe in meinem Leben schon mal die Glasscheibe kaputt gemacht. Da wäre ich beinahe drin verblutet. Ah ja, war schon ein ehrlicher Ausdruck der Existenz, ja. Riskierst du es nochmal? Ja. Ja. Dann nimm einen Hammer. Ja, wenn du bereit bist, dann haut drauf. Und sag deinem Papa, soll auch mal zuhauen. Der soll mal mithelfen. Diese blöde Glasscheibe da zwischen euch. Ist ja doof. Der hat Sehnsucht nach dir, du hast Sehnsucht nach ihm. Er will nicht mitmachen. Warum will er das nicht? Weil es ihn genauso schützt. Ja, klar. Man kann gar nicht damit umgehen. Als Kind bist du immer der Stärkere, dann bring du die Glasscheibe um. Genau. Okay. Ja, sehr schön. Und nochmal. Ja. Die ist nur unten kaputt. Nur unten kaputt? Auf der Kopfebene. Da ist nur unten ein Loch drin. Guck mal, ob es reicht zum Durchkrabbeln. Glasbausteine, ne? Platzen nicht so leicht. Panzerglas. Ein paar Jahrzehnte lang gehärtet. Guck mal, ob du durchkrabbeln kannst. Was die hinkriegen. 2 Jahre. Das kleine Kind springt völlig auf ihn zu. Siehst du? Wenn du jetzt mal reingehst, das kleine Kind, dann springst du völlig auf ihn zu. Guck mal, ich hab ihren Papa wieder. Ich komm mal mit. Genau. Guck mal, jahrzehntelang gewartet. Genau. Ganz genau. Ganz genau. Deine Mama soll mal zugucken, dass da ganz viel Verbindung zwischen euch beiden ist. Du solltest es einfach nur mal angucken, das ist ganz wichtig. Und sei einfach mal das Kind. Sein Papa liebt. Kleines Kind war der Blick gütig und liebevoll. Und das andere Bild ist jetzt, traut sich nicht, traut es auch nicht. Ich gehe den Schritt, es kommt keine Einladung, um den zweiten Schritt zu gehen. Das heutige ist auch nicht ganz so wichtig. Das Allerwichtigste ist, dass dein Kind in dir sein Papa hat. Das sind so ganz tiefe Sehnsüchte oder Urbilder, die müssen erfüllt sein. Und das andere kommt dann auch so ein bisschen. Weil du jetzt deinen Papa in deiner Innenwelt gefunden hast, dass du ihn jetzt in deiner Außenwelt auch leicht in den Arm nehmen kannst. Das könnte sein, dass das gar nicht so schwierig ist mehr. Du
Weil deine Innenwelt muss es zuerst passieren. Und geh doch mal mit diesem Papa, der damals, mit dem Papa, geh doch mal in das Wasser und guck, sag mir mal, wie es sich jetzt verändert hat. Ich kriege ein Bild von der Quelle, ja, wo man ganz tief blau runtergucken konnte. Das ist wieder. Du hast vorhin gesagt im Eingangsgespräch, du hast ganz wenig Lebensenergie. Jetzt hast du sie wieder. Das ist deine Quelle. Kriegst du mit? Da hast du eine Lebensenergie. Da sprudeln sie wieder. Und wenn nicht, dann frag die Quelle, ob sie das ist. Tut die Leber weh. Tut die Leber weh. Das wundert mich jetzt aber nicht. Alle Viren, die wieder raus wollen. Lass die Quelle doch mal durch deine Leber durchlaufen. Reinig sie doch mal. Und so ist, du warst von deiner Quelle abgeschnitten, du warst von deinem Papa abgeschnitten. Das sind wirklich Urbilder, das sind Urkräfte. Und wenn die in dir fehlt, wie will die Leber da entgiften? Wie will die richtig gescheit arbeiten? Dann ist die anfällig für Viren. Das ist ja nur ein Ausdruck. Das ist ja, die Viren machen ja nichts. Das ist ja nur ein Ausdruck vom Klima, von dem Milieu, was da ist. Und das Milieu war, du warst abgetrennt von deiner Quelle. Du warst abgetrennt von deinem Papa. Das Kind in dir hatte keinen Papa. Und jetzt hast du ihn wieder. Das ist deine Quelle. So einfach. Der liebe Gott hat so einfach eingerichtet, wir können doch da nichts für. Also komm, die Glasscheibe war jetzt schon Panzerglas, so ganz einfach war es nicht. Das ist schon schwer getan. Aber so einfach ist es ja. Dieser Prozess ist ein interner Prozess, der muss in deinem Kopf laufen. Der muss wirklich passieren. Und jetzt gucken wir, ob deine Mama damit einverstanden ist, wenn sie das sieht. Nicht. Von ganzem Herzen. Sie wünscht es mir zwar, aber sie ist außen vor. Deine Mama hat nichts anderes wie genauso Sehnsucht nach dir, wie sie jetzt sehen kann. Du hast eine Verbindung zu deinem Papa und eigentlich hat sie Sehnsucht danach. Fragst du, ob das so ist? Hast du Sehnsucht nach mir? Ja. Ja, dann guck doch mal, ob sie in euch auch eine Glasscheibe ist. Manchmal ist das so einfach. Nee, ich kann sie in den Arm nehmen, aber es ist kein so ein inneres Band da, keine so Ähnlichkeit, keine. Ich bin so ein bisschen fast gefühllos, also nicht wirklich gefühllos, aber mehr so verpflichtend. Es ist meine Mutter. Ich bin ja dankbar für alles. Das sagt aber jetzt die Große heute, ne? Ja. Ja. Geh mal zu diesem kleinen Kind hin und guck mal, ob das kleine Kind die Mama einfach nur mal in den Arm nehmen kann. Gucken, was da schiefgelaufen ist. Wahrscheinlich ist sie immer noch sauer, dass sie im Krankenhaus wochenlang geblieben ist und so weiter. Ich bin noch kleiner, ich bin vor dem Krankenhaus. Okay, dann gehen wir dahin. Ja, dann muss noch vorher was passieren sein. Ja. Ich mag meine Mutter nicht riechen. Dann spür mal, was ist denn da passiert? Warum kannst du nicht riechen? Was ist da los? Geh mal in dieses Gefühl rein und dann musst du eine Situation haben. Ich wollte morgens ins Bett kriechen und dachte, nee, bin mit. Dann sei nur mal in die Situation, spür nur mal, dass du eigentlich hin willst zu ihr. Und dann riechst du irgendwas, was immer das sein mag. Und guck mal, was ist denn eigentlich los in der Situation? Bist du jetzt ihr böse? Bist du eingeschnappt? Was ist passiert? Und was erinnert dich das? Es lag wieder eine Disharmonie in der Luft. Ich habe den Geruch mit diesem, der dicken Luft. Ja. Da war vorher Streit. Und als ich kam, haben sie abrupt aufgehört oder getan, als wäre nichts. In dieser Luft wollte ich nicht bleiben. Guck mal, ob du da deiner Mama einen Vorwurf machst, dass sie ständig mit deinem Papa streitet. Vielleicht benutzt deine Mama dich auch oder so, keine Ahnung. Versuch's mal rauszufinden. Ich habe das Gefühl, sie hat Angst vor mir. Frag sie mal, ob das so ist. Guck mal, wie sie reagiert. Hast du Angst vor mir? Ich guck so komisch. Ich habe einen komischen Blick. Ja, und was erinnert sie das? Sie sagt, der Blick ist nicht normal. Ich wäre ihr da fremd. Dabei gucke ich ganz normal. Also du spürst, dass sie irgendwo einen Vorbehalt hat, Angst hat, in ihr irgendwas passiert. Für dich ist es aber normal. Ja. Ziehst du dich dann zurück oder kannst du es akzeptieren? Wie ist das für dich? Ich ziehe mich zurück. Ja. Dann sag ihr das. Sie versteht mich gar nicht. Dann sag ihr das. Du verstehst mich gar nicht. Du willst mich nicht verstehen. Du bist auf einer anderen Ebene als ich. Ist ja sowas wie, durch deine Mama hast du am meisten Spannung, sollst du am meisten lernen. Ist so Lebensthema, sowas? Bist du ja ähnlich in manchen Bereichen? Oder bist du mit ihr aufgewachsen? Wie ist das? Ist ja nicht offensichtlich nicht ein Trauma, was passiert ist, sondern irgendwie ein Thema. Ich bin meinem Vater ähnlich.
vom Wesen näher. Ist vielleicht auch der Punkt, warum, also weil du jetzt jahrzehntelang Sehnsucht nach deinem Papa warst, ist jetzt auch die Verbindung intensiver. Dann wäre deine Mama ein extra Thema. Müssen wir mal gucken, was geht's denn da? Was sollst du dadurch kennenlernen? Was bringt sie dein Leben? Was sollst du lernen dadurch? Keine Ahnung, also komplexer, würde ich mal sagen. Vielleicht ist auch deshalb die Trennung früh passiert. Keine Ahnung, muss man rausfinden. Ich vermute mal, dass deine Mama einfach so ein bisschen mehr Lebensthema ist. Ja, wenn sie dir fremd ist, heißt das, du sollst sie was kennenlernen, was lernen. Also ich würde einfach jetzt vorschlagen, weil da können wir jetzt gerade nicht mehr so viel machen, das würde das einfach vertagen, dass du mit ihr eine Vereinbarung machst, dass du dich mit ihr halt nochmal triffst und nochmal guckst, um was geht's denn da. Mhm. Das scheinen ja wirklich viele Themen zu sein oder so. Also im Moment ist es so, dass du mit deiner Mama nicht so viel näher hast wie mit deinem Papa. So. Mhm. Das muss ich jetzt erstmal akzeptieren. Vielleicht ist es das einfach. Wir beschäftigen uns ein anderes Mal miteinander. Ja, genau. Meine Eltern blieben zusammen, bis ich 12 war und dann war ich bei meiner Mutter. Kann natürlich sein, dass deine Mama als solches einfach, weil sie vielleicht fremder ist, dadurch auch viel wichtiger ist in deinem Leben oder weil du was kennenlernen sollst oder weil dich gerieben hast oder auseinandergesetzt hast, keine Ahnung. Das müssen wir dann mal rausfinden. Das Hauptthema. Ich würde gerne mal wissen, weil das war ja. Wir haben jetzt nicht dein Leben auf die Tür geschrieben, sondern hauptsächlich deine Erkrankung. Ich würde gerne mal wissen, in dem Eingangsbild, das hat sich offensichtlich vollkommen verwandelt wie der Quelle. Mach doch nochmal die Eingangstür erneut auf. Guck mal, was dann kommt. Also schreib nochmal deine Erkrankung da drauf. Hepatitis C hast du drauf. Mach nochmal die Tür auf und sag mir mal, welches Bild kommt. Also das ist blaues Wasser und von den Wänden kommen Wasserfälle runter. Oh. Dann frag jetzt mal den Raum, dieses Bild, diesen Raum, wo man vorne das Thema draufgeschrieben hat, deine Erkrankung. Wie viel Prozent meiner Erkrankung habe ich jetzt aufgelöst? 25. Dann haben wir doch noch eine ganze Menge, der, was noch nicht wahrgenommen worden ist. Dann soll der Raum dir noch mal ein paar Hinweise geben. In welche Richtung sollst du denn suchen und gucken? Ich zeige mir eine Situation oder eine Person, ja, die noch damit zu tun hat. Das kann ich gar nicht definieren, das ist wohl eine Person in Schwarz, kann es aber nicht als Form einer Person. Mhm. Ist was Schwarzes. Mhm. Kann ja ein Schatten sein, ganz typisch, ne? Ist der tot? Gut, dann können wir mit dem reden. Hm? Frag ihn doch mal, seit wann bist du jetzt aufgetaucht in meinem Leben? Wir wollen das mal wissen. Ich bin doch dein ständiger Begleiter, sagt er. Ja. Was hast du mit meiner Erkrankung zu tun? Die ergibt sich nebenbei daraus. Das würde bedeuten, in dem Moment, wie du den Auslöser bekommen hast, oder die Viren oder was auch immer da passiert ist, ist er stärker da in dein Leben getreten? Ist er stärker in dir? Frag ihn mal. Also ich will wissen, seit bist wann ist er... Bist du jetzt stärker in mir? Gleichmäßiger? Verstehst du, was er meint? Nimmer in so Intervallschüben des nicht mehr leben wollens. Ah, jetzt verstehe ich es. Sondern gleichmäßig. Okay. Er ist ein Symbol dafür, dass du nicht mehr leben willst und das ist in Intervallen immer mal wieder passiert in deinem Leben. Ja. Aufgetaucht. Oh ja, okay. Deshalb ist er ein ständiger Begleiter. Aber seitdem du diese Erkrankung hast, ist er quasi mehr oder weniger ständig da. Ja, verstanden? Aber nicht so präsent. Nicht so präsent. So leise, klein, schleichend. Ja. Also, er repräsentiert quasi dein nicht mehr leben wollen. Zu wie viel Prozent trägt er so Krankheit bei? Soll man Schild hochhalten? 60. 60 Prozent, ja, dann ist das richtig dicke, das ist das dicke Thema, ja. 25% Papa, 60% der Tod als Symbol für du willst nicht mehr leben. Das heißt, wir müssen überall in die Szenen reingehen, wo du nicht mehr leben wolltest. Das kann ja alles Mögliche sein. Aber du kannst den Tod jetzt schon mal zeigen, dass du jetzt einen Papa hast. Und dann gucken wir mal direkt, was mit dem jetzt passiert. Weil das weiß er ja noch nicht. Ne? Haben wir ja an ihm vorbei gearbeitet. Da waren ja in deiner Kindheit. Ich guck mal, das ist mein Papa. Ja. Ich bin stolz, dass das sagt, ne? So. Na und? Was sagt, du wirst wieder gerannt kommen. Du wirst ihn schon wieder rufen. Dann sagt dem Tod, was wir natürlich machen ist, das müssen wir jetzt noch machen, das können wir also jetzt heute nicht machen, aber das musst du insgesamt noch mal machen. Du musst mit deinem Papa natürlich in alle Szenen reingehen, wo er gefehlt hat. Weil in den Gedächtnisbildern ist ja dein Papa nicht da. Das heißt, wenn du das jetzt nacharbeitest, überall da, wo du einen Papa gebraucht hättest, ihn dann holst, also diesen echten Team, Papa, mit dem du Bezug hast, dann werden die Gedächtnisbilder alle verändert. Und dann gibt es diese Situation auch nicht mehr, wo du sterben willst. Ja, und dann wird der Tod sich verringern und kleiner werden. Frag mal den Tod, ob das so ist.
überall dort die Lücke auffüllst, die du hattest. Dein Papa war nicht da. Bist du kleiner, wenn mein Papa dabei ist? Ja. Von wie viel Prozent? Von 60% reduziert er sich dann noch wie viel? Wenn wir alle Situationen auffüllen, wo du Papa gebraucht hättest, wo dein Papa dann da ist. Weil das können wir jetzt machen. Der ist ja jetzt da. Das müssen wir nur richtig machen. Das müssen wir einfach mal ein paar Sessions machen. Alles durchspielen. Ne, dein erster Liebeskummer, Papa ist nicht da, kannst niemandem darüber erzählen, holst ihn herbei, kannst du heulen an ihm und so. Wie das halt so läuft. Das weiß er ja, der Tod. Guck mal, wie viel Prozent würde er dann schrumpfen? Dann hat er verloren. Dann hat er verloren, ne? Aber auf wie viel Prozent sinkt er denn? Null. Wow. Also ausschließlich Papa-Thema heißt das. Hätte ja noch was anders sein können. Ne? Sag ihm schon mal, aber der Papa hier hält zu mir, er kann nachfragen und er steht irgendwann auf Null. Kannst ihm schon androhen jetzt. Mit dem Tod kann man reden, kann man verhandeln. Trau dich ruhig, das ist nur ein Symbol. Er ist mir fast ein bisschen vertrauter wie mein Vater. Ja, klar. Du hast ja mit ihm gelebt. Immer wenn er nicht mehr weiter wusste, hast du ihn gerufen. Ist ja klar, logisch. Ja, diese Ablösung muss jetzt sein. Der Papa ist jetzt da, hat er Pech gehabt. Ich werde alle Situationen nochmal durchleben. Ja, das machen wir jetzt nicht jetzt, weil wir haben ja irgendwann heute noch Abendessen. Sondern das muss ich ein paar Sessions mal durchspielen, alles. Und dann wird sich das tatsächlich auflösen, ne? Weil der Tod ist ein Symbol dafür, dass du nicht leben wolltest. Und wenn du diese Situation über deinen Papa reinbringst, dann ändern sich die Gedächtnisbilder, weil die sind ja jetzt noch da. Und deshalb können wir das auch nicht symbolisch durchspielen, sondern das musst du wirklich machen. Und dann ändern die sich und damit löst es der Drang zu sterben oder nicht leben zu wollen. Diese Aspekte, diese Symbolbilder, die du auch abgespeichert hast, die lösen sich dann alle auf. Und dann wird der Tod kleiner und geht auf Null. Und dann bist du auch gesund, weil wenn da kein Tod mehr rumsteht, wieso sollst du krank sein? Ja. Fragen wir den Tod, ob das so ist. Ist das so? Schon möglich, sagt er. Schon möglich, dass du dann gesund bist, ja. Ja, musst du rausfinden. Hast du Lust drauf? Mhm. Gut, dann sag's ihm. Du willst wissen, du findest raus, du machst jetzt eine Verabredung mit ihm, wir beschäftigen uns mit ihm oder in den nächsten Sessions beschäftigst dich mit ihm. Wir sehen uns wieder. Genau. So oder so. Sie hat ja jetzt ein Papa an ihrer Seite, kann doch nichts mehr schieflaufen. So, wenn du das alles aufgelöst hast, dann guck mal an, wie dein Raum dann aussieht. Deine Mama ist aufgelöst, dein Papa, der Tod und so weiter. Also eine Hochrechnung machen, keine Ahnung, ein halbes Jahr oder wie du meinst, wie viel Zeit du brauchst. Kristalle. Ah. Keine Felswände, sondern Kristalle in den Wänden. Ja. Und dann gehst du. Licht, ja. Viel Licht. Viel Licht, ja. Gut, und dann gehst du gleichzeitig zum Arzt und lässt dich mal untersuchen und gucken, was der sagt. Ihr Revirus lässt sich doch gesunken. Ihr Revirus lässt sich gesunken. Frage mal, ob es sich vermessen hat. Das sind alle in heller Aufregung. Finden nichts mehr, ne? Mhm. Und wie geht's dir damit? Ja. Genau. Am besten nichts erzählen. Lass sie mal in Aufregung. Und, hast du Lust drauf? Ja. Na super. Guck mal, ob wir es so stehen lassen können. Mhm. Wow. Ja, und dann kriegst du ja so ein bisschen Musik. Und wenn du magst, kommst du in deiner Geschwindigkeit wieder zurück und bist ganz nah dran. Und in deine Innenwelt lasse dein Papa und das innere Kind zusammen sein. Und deine Mama darf auch dabei sein. Das ist ja diese heilige Familie. Und dann Mama, Papa und Kind, die müssen ja irgendwie miteinander klarkommen. Und sich lieben. Sein Spiel, Drama oder Lustspiel oder was auch immer. Ne? Und zum Schluss gibt es Beifall. Ja, das ist ja das, was der Osten sagt, das Leben ist Leila, ein Spiel. Wir sollen uns nicht so identifizieren. Aber nur eine De-Identifizierung reicht ja nicht. Wir müssen es ja intern wirklich auflösen und wieder zu den Urbildern zurückkehren. Ne? Und dann ist eine Heilung da oder etwas Heiliges. Also Gesundheit ist wirklich wieder zurückkehren zu der Seele, wie sie gedacht ist. Das ist wirklich... Und das, was es geht.
Ich habe noch eine Frage, wo du gesagt hast, mit der Mama, das ist kein Trauma dann, sondern ein Lebensthema für sie? Würde ich vermuten, ja. Was heißt denn das jetzt konkret? Also beim Papa ist was abgerissen, weil das ist ein Trauma. Das ist offensichtlich, weil das lässt sich sofort wieder herstellen. Und an der Symbolwelt konnte ich es ja sehen. Ja. Ja, weil zack ist die Quelle wieder da. Wenn das Wasser sich nur ein bisschen verändert hätte, naja gut, dann hätten wir gesagt, aha, es hat ein bisschen Einfluss, es geht um mehr Kontakt oder was auch immer. Und bei der Mama ist anscheinend ihr Lebensthema, ist Frau sein, Mama sein, irgendeine hat so eine Selbstähnlichkeit als Leben. Also lebt mit der Mama weiter, ist irgendwie wichtiger. Also ihr habt ja immer so Prioritäten, ne? Guck doch mal hin, die Eltern sind nie gleich. Diese Selbstähnlichkeit zur Mama, dass sie, also du bist mir fremd. Und ganz am Anfang hat sie ja dieses Spiegelbild gesehen und hat gesagt, du bist mir fremd. Ja, also das ist halt, kann ich mir vorstellen. Ja. Da war die Selbstähnlichkeit wahrscheinlich, ist das. Und diese Krankheit, hast du ja auch am Anfang gesagt, zwingt dich jetzt hinzugucken. Wer bist denn du überhaupt? Und das ist anscheinend bei deiner Mama nicht passiert. Deshalb hat sie dir das Thema mitgegeben, deshalb musst du jetzt hingucken. Also das passt aber, ist recht gut, weil sie sehr oberflächlich ist. Sie will sich nichts angucken. Und dementsprechend musst du als Kind diese Arbeit leisten für sie. Und dementsprechend ist es auch besonders viel Arbeit. Weil ihr müsst alle eure Eltern erlösen. Ja, das ist tatsächlich so. Weil die Eltern haben ja Autonomie für sich selbst, aber aber sie haben ja eine Beziehung geführt, also eine Ehe geführt. Oder ihr seid ja das Kind davon. Also habt ihr beide Eltern, also die Kinder haben immer beide Eltern im Kopf. Und dementsprechend müssen beide Eltern in dir geklärt sein. Und deshalb, was da nicht gelaufen ist, musst du klären. Ja, die können sich trennen, das ist kein Thema, aber du bist das Produkt von deinen Eltern. Also du bist quasi die Weiterentwicklung, oder? Ja, also alle Themen stecken in dir drin und du musst deine Eltern in dir lösen. Wann sind deine Eltern in dir liebevoll und miteinander, also heilig? Und dementsprechend ist es dieses Urbild ja heilige Familie. Es ist ja nichts anderes wie Heiligabend ist ja heilige Familie. Es ist das Urbild. Und da müssen wir letztendlich wieder hinkommen. Also du kannst deine Eltern auflösen, dann müssen deine Kinder nicht die Großeltern auflösen. Das kannst du auf jeden Fall tun. Aber deine Kinder kannst du wenig für tun, weil die haben ja dich wieder gebraucht mit all deinen Macken, mit deinen Schwierigkeiten, mit deinen Traumen, weil die haben sich ja diese Situation wieder gesucht. Natürlich, wenn du was auflöst, hilfst du ihnen, es wird leichter.